An meiner Seite Peter Sobotta. Hallo Peter, du kamst jetzt gerade vom Trainingslager wieder, du warst in Holland. Erzähl uns ein bisschen davon. Ja, erstmal hallo Leute, was geht ab? Gestern aus Holland zurückgekommen, nur einen Tag zu Hause in Balingen verbracht und es geht gleich weiter nach Polen ins Trainingslager. Also wir haben das so ein bisschen sandwichmäßig gemacht heute mit der DGL. Ist natürlich nicht optimal, aber wir sind als Team gemeldet und wollten natürlich auch mit allen Mann hier antreten. Und obwohl ich ziemlich müde vom Training bin und auch mir ein bisschen eine Erkältung zugezogen habe, habe ich natürlich trotzdem mitgemacht, kommt nicht in Frage, nicht anzutreten. Und ja, deshalb sind wir heute hier und morgen geht es weiter zum Berserker Sommercamp. Ich habe die ersten Wochen in Holland trainiert, um ein bisschen mehr mich auf Striking zu konzentrieren. Jetzt geht es mehr in den Bodenkampf. Jetzt bin ich noch einen Monat von meinem nächsten MMA-Kampf entfernt und die Vorbereitungen laufen perfekt. Ja, gutes Stichwort, der nächste MMA-Kampf, der wird heute bekannt gegeben auf Ground & Pound. Erzähl uns was davon. Ja, mein nächster Kampf ist am 30. September in Prag bei einer neuen Veranstaltungsserie, die nennt sich MMA Arena. Also das ist ihre Debütveranstaltung, soll sehr professionell sein. Es läuft bisher auch die Zusammenarbeit läuft sehr professionell. Eine Riesenhalle, 14.000 Zuschauer planen, die reinzubekommen. Mein Gegner ist Yevgeny Matenko. Ist jetzt nicht unbedingt ein Wunschgegner. Also ich unterschätze niemanden, ich bereite mich natürlich zu 100% auf den Kampf vor. Was weißt du denn über ihn? Er hat eine Statistik von 9-4, ist ein guter Striker, gewinnt seine meisten Kämpfe im Stehen, aber hat seine Defizite im Ring und am Bodenkampf. Das ist kein Geheimnis, da werde ich natürlich ansetzen und ich tippe auf einen Erstrundensieg durch Submission in der ersten Runde. Ich bin ein bisschen traurig, weil ich einen Vertrag mit MMA Attack habe. Also wer es noch nicht mitbekommen hat, das ist eine sehr gute und große Veranstaltungsserie in Polen. Leider ist der Veranstalter, musste ein paar Monate ins Gefängnis. Also es gab hier viele Gerüchte, das kannst du uns jetzt sozusagen bestätigen. Genau, also das sind keine Gerüchte, das stimmt. Er ist ja irgendwie, ich weiß es nicht genau wie oder was, ich weiß aber, dass er wieder auf freiem Fuß ist und dass sie wieder kräftig arbeiten. Neuer Termin steht, 13. November. Ich habe schon ein paar Namen gehört, gegen die ich womöglich eintreten kann und das ist halt da, wo ich hin möchte. Das sind Topstars, internationale Topstars, die bekannt sind aus UFC oder aus anderen großen Veranstaltungsserien und es hat halt nicht geklappt. Die wollten am Ende September eine Show machen, die wurde abgesagt, weil eben der Promoter im Gefängnis gesessen ist für ein paar Monate. Deshalb haben wir die Veranstaltung auf November geschoben und es wird dann mein vierter und letzter Kampf dieses Jahr. Und ja. Also mit MMA Attack geht es dann trotzdem weiter, also die Liga ist dadurch nicht abgebrochen, so nenne ich es mal. Die Leute von MMA Tech haben einen TV-Deal mit Polsat. Das ist der größte private Sender in Polen und sind natürlich ein bisschen von dem abhängig. Ja? Wenn Polsat grünes Licht gibt und sagt, down und dann haben wir eben einen Sendeplatz für euch, machen die das. Das kommt live zur besten Zeit, da schauen 3 bis 4 Millionen Leute live zu bei den Veranstaltungen. Das ist natürlich eine Riesennummer. Deshalb sind die auch ein bisschen gebunden an den TV-Sender und es ist deshalb noch nicht so 100% und niemand sagt irgendwie was Offizielles, aber wie gesagt, dieser 13. November steht im Raum und davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass ich dann da wieder in den Ring steigen werde. Ja, wie du gerade schon gesagt hast, in Holland hast du dich für Muay Thai oder auf dein Muay Thai verbessert. So. Heute hier in Aschaffenburg Grappling, wie ist es für dein Team gelaufen? Ihr wart ja eigentlich recht erfolgreich mit den Goethe-Brüdern und dein ganzes Team. Southside Connection. Genau, wir sind ja die Southside Connection, ein Mix aus unseren Planet Eatern aus Balingen und den Fight Bros aus Freiburg mit Gregor Herb. Es lief sehr gut, wir haben alle Partien gewonnen. Auch heute haben wir heute gegen eine starke Saarbrückener Mannschaft gekämpft und auch gewonnen. Ich persönlich bin nicht sehr zufrieden mit meinem Kampf, aber es liegt daran, dass ich 3 Wochen nicht gegrappelt habe, sondern nur Kickboxen trainiert habe, ein bisschen krank bin. Habe zwar nach Punkten gewonnen, hätte ihn sicherlich finalisieren können. Aber er hat sich auch gut verteidigt, da muss man ihm auf jeden Fall lassen, meinem Gegner. Hat Spaß gemacht und jetzt geht's, wie gesagt, weiter nach Polen. Ja, dann bedanke ich mich und wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Die Prognose haben wir ja. Ja, vielen Dank.